Rauchern, Nichtrauchern und Kiffern ein neues Konzept. Und hier zeige ich euch die Enke Crater, eine 26, 27 Euro teure, günstige Panatil-Kamera für die Innenraumüberwachung. Die hat mich wirklich sehr, sehr erstaunt. Und ja, das Ganze schauen wir uns jetzt gleich mal an. Peace, bis gleich. Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Tütengaser und Innenkamera-Überwachungsfreunde. In diesem Video geht es um diese Kamera. Und ihr kennt mich ja. Ich bin ein großer Fan von der Firma Enke. Und bei Amazon ist mir eine Kamera über den Weg gelaufen. Eine Innenraumüberwachungskamera. Habe ich schon ewig keine Innenraumüberwachungskameras, Kamera-Videos, Reviews mehr vorgestellt. Die habe ich mir aus einem einzigen Grund gekauft. Die war echt scheiße billig. Also die kostet 29 Euro, na knapp 30 Euro, 29,56 Euro, 10% ab, dann liegt man da bei, habe ich mir aufgeschrieben, dann liegt man hier bei einem Preis von 26,63 Euro. Das ist eine Kamera für 26,63 Euro, taugt sie was? Ich dachte, na, ist wahrscheinlich für die Tonne, kann man ja im Zweifel dann auch wieder zurückschicken, kriegt man seine Knete zurück, aber ich werde sie behalten, die ist echt cool. Hier ist sie, diese kleine schnuckelige Überwachungskamera, das ist eine Pan-and-Tilt-Kamera. Voll 360 Grad drehbar und schwenkbar ferngesteuert mit Lautsprecher. Na gut, den Lautsprecher, den kann man natürlich für das Geld so ein bisschen in die Tonne hauen. Der klingt echt wie Ursel unterm Rock. Habt ihr ganz am Anfang mitgekriegt, also nicht ganz so toll. Aber ansonsten, was die Bildqualität angeht und was die Funktionalitäten angeht, hat mich die Kamera echt erstaunt. Also wer das Ding als Wechselsprechanlage benutzen will, könnt ihr in die Tonne hauen, könnt ihr vergessen. Das ist einfach mit diesem kleinen Lautsprecher, der hier verbaut ist, das ist echt Müll, ne? Kann man auch keinen richtig guten Sound erwarten für die Knete. Aber das Wichtige ist ja die Überwachungsfunktionalitäten. Das Modell hat sogar Tracking. Das heißt also, wenn jemand durch den Raum läuft, dann schwenkt sie sogar nach. Also das erkennt die Kamera und verfolgt denjenigen. Also das ist echt cool, das Ding. Wofür ist es konzipiert? Eigentlich fürs Kinderzimmer. So eine Art Babyüberwachung soll das sein. Allerdings finde ich die Kamera so Porno, dass man die im Grunde genommen im ganzen Haus einsetzen kann als Surveillance-Lösung. Surveillance-Lösung für Smartphone. Also was anderes kann man damit nicht machen. Man kann das nicht fest irgendwie in das Synology mit einbinden und und. Also es ist keine richtige IP-Kamera. Also das Ganze funktioniert nur wirklich App-gesteuert. Aber das, was sie kann, das macht sie gut. Und das gucken wir uns nachher genauer an. Bevor wir jetzt erstmal anfangen mit dem Review, ein bisschen Smalltalk, das ist ja in den letzten Videos etwas zu kurz gekommen. Erstmal auf euch, meine lieben Freunde, ein Feltens auf meine 57.000 Klicks, die ich in den letzten 28 Tagen generiert habe. Mein YouTube-Channel geht steil nach oben, da geht richtig die Post ab. Erstaunlich, erstaunlich, einige Videos werden geklickt wie Sau, die explodieren gerade. Wieder irgendwie über irgendwelche Empfehlungen, da hat sich das wieder weiterempfohlen, da wurden die Videos weiterempfohlen und weiterempfohlen und weiterempfohlen. Also geht hart ab, geht hart ab hier beim Channel. Ich habe mittlerweile die 11.900 Abonnenten geknackt. Und ich nehme an, bis Ende Februar werden wir die 12.000er Marke erreicht haben. Unglaublich für diesen kleinen Pille-Palle-Pimmel-Channel. Prost auf euch. Von mir kriegt ihr zwei Daumen nach oben. Alle Gäste, überwiegend sind es ja Gäste, die meinen Channel gucken. Und natürlich auch die wenigen Stammabonnenten. Wo fangen wir an? Mit dem Smalltalk. Smalltalk. Also, ich hatte euch ja vorgestellt, dieses System hier, mein Heizungsverstärker. Ich habe mittlerweile noch einen bekommen aus China. Auch das weiße bestellte Kabel, was eher bläulich ist. Also so weiß ist es gar nicht. Das ist eher so in so einem leichten, ja, zartblau gehalten. Vielleicht haben sie mir auch das falsche zugeschickt. Aber das reicht auch aus, um das Kabel unsichtbar zu verlegen. Der ist schon da. Hier sind nochmal 5 Lüfter. Ich werde mir noch für oben, hatte ich euch erzählt, noch, das mache ich nach diesem Video, baue ich mir noch einen Heizungsverstärker oben für den Spitzboden. Dann ist die Sache erledigt. In meiner Bastelkiste habe ich noch so ein uraltes, auch 12 Volt Netzteil gefunden, was ich da zweckentfremden werde. Wunderbar. Ja, möchte ich euch ganz kurz zeigen. Ich hatte euch erzählt, das Ganze kann man unsichtbar verstecken und das habe ich mittlerweile auch getan. Mein Heizungsbooster, gehen wir mal hier in die Ecke. Hier ist er montiert, hier unten seht ihr das. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen dunkel sein, ist ja egal. Hier seht ihr das, die ganze Geschichte. Also ihr seht keine Kabel, gar nichts.
Die Kabel, ich hatte euch das ja erzählt, die gehen hier hinter dem Heizungsrohr längs. Die habe ich hier mit zwei weißen Strapsen befestigt. Die laufen hier unten längs unter diese Leiste. Und dann sozusagen laufen sie hier hinten längs hinter den Schränken. Und das Ganze ist dann auch noch per Funk mit der Funksteckdose verbunden. Ja, habt ihr das mal gesehen? Vielleicht nochmal. Also ihr seht keine Kabel, nichts. Das einzige Kabel, was man oben sieht, ist hier mein Sensor, den ich da oben reingeschmissen habe. Funktioniert ausgezeichnet. Ich habe es jetzt erstmal für das Video ausgemacht, nicht, dass da im Hintergrund ein leichtes Rauschen zu hören ist. Also bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Kommt jetzt nach dem Video ein zweiter Booster, wird dann zusammengeschustert und dann kommt er oben auf den Spitzboden. Das ist auch noch so eine neuralgische Zone. Auf den Spitzboden unter den langen Heizkörper und dann habe ich da auch Ruhe. Das funktioniert ausgezeichnet mit dem Heizkörperverstärker. Bin wirklich schwer begeistert. Ja, das war die Geschichte. Dann bin ich natürlich noch parallel dazu mit meinem Staubsaug, mit meinem Ergo Rapido, mit meinem Lithium-Ionen Staubsauger für 13 Euro habe ich den ja gebraucht geschossen in einem desolaten Zustand. Da habe ich auch schon einige Videoarbeiten gemacht. Also das gesamte Fußteil, das Ganze zerlegen, was da wichtig ist, ein Fußteil mit der rotierenden Bürste, da muss man auf einiges achten. Ja, das habe ich schon videografiert und es fehlten ja noch ein paar Sachen, wisst ihr gar nichts von. Da fehlt jetzt zum Beispiel so eine Verriegelung, mit so eine Stahlverriegelung, die habe ich mir nochmal nachgebogen, habe ich mir einen Schweißdraht besorgt, 1,5 mm und habe mir dieses Teil, was diese Tussi da verloren hat, habe ich mir nachgebaut, also ist jetzt auch wieder eingebaut, also wunderbar. Der funktioniert echt klasse, der Staubsauger. Ich bräuchte die Akkus gar nicht wechseln, aber ich werde es euch trotzdem nochmal zeigen an dem Staubsauger, damit wir wirklich alles durch haben. Also der, auch ein neuer Schlauch ist mittlerweile fällig. Ich zeigte euch ja im letzten Video diesen kaputten Schlauch. Ich habe ja den Dyson-Schlauch bekommen, den habe ich modifiziert. Funktioniert ausgezeichnet, zeige ich euch auch noch in dem Video. Also da bin ich dann auch am Ball. Ne? Das wird wahrscheinlich das nächste Video oder vielleicht übernächste Video sein, was ich euch zeige, wie man die Lithium-Ionen-Varianten komplett rund erneuert an dem Ergo Rapidus. Und was da der Grund auch für den hohen Stromverbrauch ist. Das hat auch nichts damit zu tun, unter Umständen nichts damit zu tun, dass die Akkus verschlissen sind, sondern es hat oftmals damit zu tun, dass der ganze Staubsauger total verdreckt ist und unheimlich viel Strom zieht durch diesen ganzen Schmutz und dass das alles nicht mehr gängig ist. Da muss er da immer mehr Energie reinpusten und das zieht natürlich die Akkus leer. Kommen wir in dem nächsten Video drauf zu sprechen, auf diese ganzen Details. Wird sehr, sehr spannend. Dann habe ich hier, dann war mein Auto noch zur Wartung. Mein Kona ist jetzt 4 Jahre alt. Den hatte ich letzte Woche zur Wartung. 211 Euro, ein paar zerquetscht habe ich bezahlt. Aua, aua, aua. Wenn man überlegt, die ersten drei, also so viel habe ich noch nicht mal bezahlt im letzten Jahr für die Wartung mit inklusive TÜV. Da habe ich nur 196 oder 198 Euro bezahlt. Jetzt 211 Euro ist richtig teuer geworden. Also Inflation und die Leute kriegen da 125 Euro die Stunde. Da möchte ich gerne arbeiten in der Firma. Der Chef ist großzügig zu sich selbst wahrscheinlich. Also echt teuer geworden. Aber die Hyundai-Bude hier in Kiel, das ist nicht die einzige, die teuer ist. Die sind alle teuer geworden, als wenn sie sich alle abgesprochen haben. Also die drehen alle durch, die sagen ja Inflation. Dann verdienen unsere Mitarbeiter hier 1 Million pro Stunde. Und dann müssen wir natürlich noch allgemein, darf es dem Chef ja auch nicht so schlecht gehen. Also da hauen sie, also verdoppeln sie mal so kurz den Preis. Also wirklich heftig. Mache ich auch noch ein eigenes Video. Das wird nicht ganz so schön werden, weil das nervt mich, dass das alles so teuer geworden ist. Das ist so ein bisschen moderner Raub, der da momentan bei den E-Autos abgeht. Im Vergleich zum Verbrenner ist es wahrscheinlich immer noch saugünstig. Ne? Aber ich fand das schon teuer, 211 Euro. Was war noch hier? Dass die Geschichte war, der Staubsauger war. Mein Auto hatte ich erzählt. Ja, genau, mein USA-Urlaub. Da kann ich auch noch mal was zu sagen. Also mein USA-Urlaub dieses Jahr ist auch in trockenen Tüchern. Mein Frühjahrsurlaub. Also ich habe Urlaub beantragt, Urlaub genehmigt bekommen, weil ich gesagt habe, ich muss buchen. Und ich habe wieder in einer Zeit meinen Urlaub genommen, wo kein anderer meiner Kollegen Urlaub haben wollte. Das macht es meinem Chef natürlich sehr, sehr einfach zu sagen, ja klar, kannst die 3 Wochen verschwinden. Mache ich denn auch. Also 3 Wochen bin ich wieder in den USA. Im Frühjahr, also geht in Kürze los. Noch zähle ich nicht die Tage, aber es geht schon fast in die Richtung. Mit meinem Host ist das auch abgesprochen. Ich habe, das könnte ich euch ja mal einblenden, für meinen USA-Urlaub, ich habe ja 525 US-Dollar noch Free Slot Play und das werde ich wahrscheinlich zweimal haben, so wie im November. Das heißt also, läuft das aus, werde ich wahrscheinlich die Knete nochmal kriegen. Also liegen wir da so bei 1.100 und 1.200 US-Dollar werde ich da wahrscheinlich wieder in Cash ummünzen können. Ich habe flugtechnisch habe ich einen relativ guten Flug gefunden für bezahlbares Geld. Es wurde jetzt langsam auch ein bisschen knapp von der Zeit her.
Und ich habe aber trotzdem noch eine gute Verbindung gefunden. Ich fliege jetzt von Hamburg nach Dublin in Irland. Da steige ich in Irland um, fliege weiter nach Dallas und von Dallas dann nach Las Vegas. Mein Casino-Host, das kann ich euch auch nochmal einblenden. Was würde mich die Zeit kosten? 20 Übernachtungen in Stratosphäre, was würde mich das kosten? 2760 US-Dollar. Ja, das ist alles gedeckelt, habe ich mit dem Casino schon abgesprochen. Mein Horst hat gesagt, komm, wann du willst, April, Mai, Juni, alles kein Problem, scheißegal, komm ich dir alles weg und dann ist die Sache erledigt. Also fürs Hotel brauche ich nichts bezahlen, die 2700 fallen unter den Tisch. Die einzigen Kosten, die ich natürlich habe, ist der Flug. Da zahle ich so um da habe ich einen Flug gefunden für um die 633 Euro zahle ich für meinen Flug. Das ist ganz gut, von Hamburg nach Dublin, von Dublin. In Dublin habe ich einen Umsteigeslot von 3 Stunden. Die geht's weiter nach Dallas, da habe ich dann 2,5 Stunden zum Emigrieren, um meinen Anschlussflug dann nachher zu kriegen. Sollte eigentlich passen, zeitlich. Und es ist ja auch nur von Dallas nach Las Vegas, das ist ein kurzer Flug. Ich glaube, noch nicht mal 3 Stunden, 2:50 ist man dann unterwegs. Ja, ist ja Texas nach Nevada, so weit weg ist das ja auch nicht, ne? Also nochmal 2:50, hopsa. Und ich werde da wieder vom Airport abgeholt. Und mein Casinohaus hat gefragt, willst du vom Airport abgeholt werden oder hast du da sofort am ersten Tag einen Mietwagen? Sie weiß ja, dass ich immer einen Mietwagen habe. Und ich habe gesagt, nein, die ersten paar Tage habe ich keinen Mietwagen und wäre ganz nett, wenn sie mich abholt. Jo, alles klar, habe ich ihr die Flugdaten, die Nummern durchgegeben. Also sie lässt mich wieder von der Stratosphäre-Limousine am Airport VIP-mäßig abholen. Komme aber, der einzige Nachteil ist, ich komme da sehr, sehr spät in Vegas an. Also ich bin da im Stratosphäre wahrscheinlich vor 22:30 abends. Der Vorteil natürlich ist, also ich fliege hier in Hamburg sehr, sehr spät los, quasi gegen Mittag. Und das passt mir eigentlich auch ganz gut, weil wenn das so früh losgeht, schlafe ich meistens die Nacht vorher nicht. Dann komme ich da völlig groggy und zerstört an. Und so hätte ich dann nochmal eine Chance, so halbwegs vernünftig auszuschlafen, kann mich morgens in aller Ruhe fertig machen, fahre mit dem Kiosk nach Hamburg rechtzeitig, also morgens um 7 oder sowas oder 8, fahre ich los, lass mal überlegen, 2,5 Stunden früher da sein, ja, es müsste so gehen. Und dann geht's dann halt ab nach Dublin und in Dublin kann ich dann ganz peasy erstmal 3 Stunden ein Bier trinken und dann geht's dann weiter nach Dallas. Und von Dallas dann nach Las Vegas und ich komme dann sehr, sehr spät im Stratosphäre an. Also ich bin wahrscheinlich 22:30 erst im Stratosphäre. Ich hoffe, der VIP-Bereich hat da noch auf um die Uhrzeit. Ja, ich glaube, bis 11 haben die sowieso immer auf. Und sonst gehe ich zum normalen Check-in. So, die werden ja auch irgendwo im System meine Daten haben. USA-Urlaub in trockenen Tüchern. Rückflug ist natürlich besonders geil. Da fliege ich in Las Vegas spät abends. um 9:30 fliege ich von Las Vegas. Die Videos kennt ihr ja noch gar nicht alle. Vielleicht von meinen Live-Hangouts kennt ihr das. Also ich fliege von Las Vegas um 9:30. Abends fliege ich dann wieder zurück nach Deutschland. Das ist dann quasi ein Flug mit einem Stopp, nur in London. In London Heathrow steige ich einmal um und dann geht's weiter nach Hamburg und komme ich ganz spät abends in Hamburg an. Also es ist dann nicht so schlimm. Das heißt also, den Anreisetag, wo ich so sehr, sehr spät da bin, kompensiere ich mir beim Abreisetag, wo ich sehr, sehr spät losfliege. Mietwagen habe ich auch schon. Ich habe eigentlich alles. Also was braucht man? Ich habe eigentlich alles, ist gut. Denn man braucht ja eigentlich nur den Flug und den Mietwagen. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. So, und diese beiden Sachen habe ich mir organisiert. Den Mietwagen, da zahle ich für 15 Mietwagentage zahle ich 840 Euro. Teuer, teuer, teuer. Aber es entspricht ungefähr den Kosten. Also letztes Jahr habe ich ein bisschen mehr bezahlt sogar noch. Also jetzt im Vergleich zum letzten Jahr ist das sogar noch billiger. Und ja, Intermediate. Und dann wollen wir mal gucken, vielleicht kriege ich ja wieder einen Ford Mustang oder irgendwie sowas. Ich glaube es eher nicht, aber wäre ja schön. Ne? Kann ja mal passieren. Ja, also das haben wir abgeklärt hier. Die Geschichte, mein Staubsauger haben wir abgeklärt, mein Wagen haben wir abgeklärt. Da kommt noch ein eigenes Video. Zum Staubsauger kommt auch noch ein eigenes Video. Und mein USA-Urlaub. Ja, das dokumentiere ich natürlich auch wieder im Rahmen meiner eingeschränkten Fähigkeiten, sagen wir mal so. Dann machen wir auch wieder Live-Hangouts. Da werde ich euch dann wieder heiß berichten, was gerade so, wie das abgeht. Und vor allen Dingen zu der Zeit ist die Poolsaison wieder in Gange. Vielleicht machen wir auch mal ein Live-Hangout direkt vom Pool. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber wenn es erlaubt ist, werden wir das dann durchführen, wie Perle am Pool liegt. Oder sogar im Pool. Machen wir ein Live-Hangout im Pool, aber da werde ich wahrscheinlich Ärger kriegen, wegen den ganzen halbnackten Tussen, die da rumwackeln. Ne? Ja, Also Urlaub, da freue ich mich natürlich schon wieder tierisch drauf. Wird auch Zeit. Ich bin auch ein bisschen, also seit letztem November, ein bisschen angeschlagen. Also ich brauche eigentlich mal wieder jetzt Urlaub in Kürze. Naja, ein bisschen warten muss ich noch. Also liegen da noch 2-3 Monate, müssen dann noch ins Land fließen. Aber dann geht's wieder rüber in die USA. Das wird wieder cool. Da werde ich mir wieder was Cooles ausdenken und euch noch ein paar coole Ideen vorstellen, alternativ, was die Kostensituation angeht. Denn Las Vegas ist teuer geworden, meine lieben Freunde. Also richtig teuer.
im Stratosphäre kosten die Übernachtung von, ist sonst fast immer Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag. Jetzt mittlerweile ist es auch schon manchmal der Donnerstag, der so sehr teuer wird. Also jedenfalls der Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, also das Wochenende, die beiden Wochenendübernachtung, die bekommt ihr im Stratosphäre fast überhaupt nicht mehr, unter $170 bis an die $200 ran pro Nacht. Das ist richtig teuer geworden. Und in der Woche geht's noch, aber dann kommt natürlich für euch noch die Resortwürde, für euch die Resortgebühr, die wird mir ja alles komplett, das wird mir ja alles gestrichen. Aber für euch wird noch die Resortgebühr dazu kommen. Das heißt also, wenn ihr von Sonntag, sagen wir mal, bis Freitag im Stratosphäre nächtigt, dann kriegt ihr die Zimmer relativ günstig für $40 die Nacht. Allerdings liegen die Resortgebühren weit drüber. Also dann landet ihr auch pro Übernachtung bei mindestens $100 oder 100 Euro. Der Euro-Kurs hat sich ja zum Dollar auch wieder ein bisschen berappelt. Der liegt jetzt bei 1,8, 1,9. Ich kann es euch genau sagen. Jetzt kann ich mal aufs Handy gucken. Wo liegt der denn? 1,9, glaube ich. Lass mal nochmal rauftippen hier. 1,9. 1,8. Entschuldige, hat sich gerade aktualisiert. 1,871. Also wenn das so bleibt, ist das okay. Ne? Er war ja schon bei 97 Cent. Da war ja sogar schon unter dem Dollar. Ne? Also das ist soweit auch alles in Ordnung. Ja, Flug bezahlbar, Mietwagen, wie ich's kenne, sozusagen, also wie letztes Jahr. Keine Kosten, also dann passt das soweit. Und jede Menge Free Slot Play. Und Free Slot Play, ich sagte ja, diese 525 plus eben $130 habe ich da auch noch. Fressgutschein auch wieder. Den werde ich wahrscheinlich auch wieder zweimal haben. Also einmal und dann werde ich ihn wahrscheinlich nochmal kriegen, wenn es denn genauso läuft wie im November. Das nehme ich fast an. Und genau das gleiche natürlich mit dem Free Slot Play. Also im Sommer sind das dann ja 1050 US-Dollar, die ich dann nochmal zu Bargeld machen werde. Passt soweit eigentlich alles. Also kostet mich der Urlaub 500 Euro und somit 3 Wochen Nevada. Das ist schon mal cool, ne? Und Las Vegas. Gut, sonst habe ich weiter nichts zu erzählen. Habt ihr noch irgendwas? Ich höre mal ganz kurz hin. Ich lausche mal. Nein, von euch kommt nichts. Also, dann können wir jetzt auch loslegen. Jetzt richte ich hier nochmal das Licht ein wenig aus. Und dann kommen wir zum Thema dieses eigentlichen Videos. Und zwar dieser Überwachungskamera. Die sieht ja wieder typisch chinesisch verspielt aus. Die ist von der Firma Enke. Ein Plastebomber. Sie kann nicht alles gut. Ihr habt es vorhin schon gehört, hier diese Lautsprecher hier, die sind echt für die Tonne, die klingen echt rotzig. Aber diese kleine Optik, die ihr hier seht, das ist eine Full-HD-Kamera, das gefällt mir ausgezeichnet. Also die Bildqualität ist echt toll. Und sie ist konzipiert als Baby-Überwachungskamera, also so wird sie zumindest angepriesen, um Kleinkinder, Babys irgendwie zu überwachen, wenn sie wohl schlafen oder wie auch immer, oder wenn sie da rumkrabbeln oder sowas, und den Alarm zu schlagen, wenn das Baby dann mal meint, oder das Kleinkind mal meint, einen Ausflug machen zu müssen nachts. Dann würde die losbimmeln. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine vollwertige Pan-and-Tilt-Kamera. Drehbar, schwenkbar. Eine vollständige Pan-and-Tilt-Kamera, die man auch an die Decke hängen kann. Mit so einem Adapter zeige ich euch gleich noch. Und die kostet 26,63 Euro. Also echt billig, deswegen habe ich sie mir auch geholt. Die gibt's in Weiß und in Schwarz. In Schwarz kostet sie 26,63 Euro und in Weiß ist sie ein bisschen teurer wieder geworden. Ja. Was liegt denn in dem Karton dabei? Oder was, um welches Modell handelt es sich denn? Also die Artikelbeschreibung bei Amazon sagt, das ist eine Enke Creator, so heißt sie. Enke Creator, hier steht es auch drauf. Creator. Creator Indoor Kamera brings carefree peace of mind. Also macht euch ganz, ganz geschmeidig. Hier hinten sieht man auch schon einen kleinen Bengel. Dafür ist es wohl auch da. Human Detection hat das Teil, eine Tracking-Funktion und. Also das Ding ist echt cool. So heißt die Enke Creator WLAN PTZ, also Pan und Tilt Kamera, 360 Grad in dieser Achse und in dieser Achse, 120 Grad. 120 Grad in dieser Achse. Freischwenkbar per App. Das ist echt eine coole Geschichte. Also Enke Creator WLAN Pan und Tilt Kamera, 360 Grad Überwachungskamera, 1080p, 2-Wege-Audio, ihr habt es vorhin gehört, ein bisschen rotzig. Was interessant ist, was gut funktioniert, ist das eingebaute Mikrofon hier drin. Das funktioniert echt gut. Das hört man am Handy echt klasse. Also wenn da jemand redet, das versteht man. Aber wenn ihr schnackt als Wechselsprechanlage, der Lautsprecher, Tonne, ne? Also der ist echt müllig, finde ich jedenfalls. Habt ihr ja davon auch gehört. Sie kostet in Weiß, kommen wir gleich mal zu den Kosten. Sie kostet in Weiß bei Amazon 39,59 Euro und dann ist noch das, wo ihr den Pfeil seht, das noch, wenn ihr darauf klickt, dann reduziert sich das nochmal um 10%. Da liegt ihr dann bei 35,63 Euro für dieses Modell, für das weiße Modell hier. Und wenn ihr die in Schwarz nimmt, ist genau das gleiche, bloß eben, sie ist komplett in Schwarz. Finde ich sogar noch ein bisschen angenehmer, weil dann lässt sie sich sogar besser verstecken. Kostet sie 29,59 Euro, also sie ist 10 Euro günstiger. Und da gibt es auch einen Rabattcode, wo der Pfeil zu sehen ist.
dann landet ihr beim Endpreis von 26,63 Euro. Also das schwarze Modell kostet nochmal 10 Euro weniger. 26,63 Euro oder in weiß 35,63 Euro. Also preislich echt geschenkt. Ne? Also da dachte ich, das könnte ganz schöner Schrott sein. Aber dann hätte ich sie wieder zurückgeschickt. Was ist alles dabei? Oder was? Kommen wir erstmal dazu, was die alles kann. Übrigens, die Links zu der weißen und zu der schwarzen findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. So, jetzt faselt euch mal voll, was die so alles kann. Über die Preise haben wir ja gerade gesprochen. Wie gesagt, 26,63 Euro, lächerlich günstig. Dachte ich, alljajaj, das kann nur ein Totalschaden sein. Nein, sie hat mich überrascht. 1080p-Kamera ist das mit zwei Streams. Es gibt einmal einen normalen SD-Stream und einen HD-Stream. Der HD-Stream ist in Full HD und das hat mich echt überrascht. Also die Bildqualität ist echt ausgezeichnet. Besetzt 6 Infrarot, also ist auch nachtsichtfähig. Also wenn ihr über das Licht ausmacht, das werde ich euch nachher noch demonstrieren. Dann springen die Infrarot-LEDs an und machen die Nacht zum Tag. Sie sind natürlich nicht so extrem leuchtstark wie bei professionellen Kameras, die ein Vielfaches von dieser hier kosten. Aber es reicht aus, es funktioniert halt, ne? Jetzt kommen wir zum Stromverbrauch von dieser Kamera. Das habe ich natürlich auch gemonitort. Also im Tageslichtmodus, im normalen Modus ohne die Infrarot-LEDs, verbraucht die Kamera zwischen 1 Watt und 1,1 Watt. Fast gar nichts. Das ist also wirklich, die ist wirklich stromtechnisch sehr, sehr genügsam. Zwischen 1 Watt und 1,1 Watt. Wenn ich hier das Licht ausmache und die 6 Infrarot-LEDs noch anschalten, um die Nacht auszuleuchten im Infrarotbereich, dann steigt der Stromverbrauch auf 1,6 Watt. Hier seht ihr das, habe ich gemessen. Das ist nichts. Das ist wirklich exzellent. Dann hat das System natürlich ein Zwei-Wege-Audio. Ein Wege habt ihr ja schon gehört. Einmal laber ins Handy und dann kommt es hier in unserem Lautsprecher raus. Das funktioniert nicht wirklich gut. Also das ist also ziemlicher Müll. Ein-Wege-Audio, also sprich über das Mikrofon zum Handy, das funktioniert wiederum gut. Kann man anbieten, das ist astrein. Die Kamera arbeitet im 2,4 GHz WLAN bei euch zu Hause. Also könnt ihr ganz normal einbuchen, wunderbar. Die WLAN-Reichweite, würde ich mal so sagen, ist absolut ausreichend. Pan- und Tilt-Bereich, 360 Grad in der Achse und 120 Grad in der Schwenkachse, hier in der Vertikalen. Das ist auch okay. Hat eine Personenerkennung, kann man in der App spezifizieren und sagen, pass mal auf, alarmier mich, gib mir eine Push-Nachricht, wenn eine Person erkannt wird. Und dann kann man noch zusätzlich ein Tracking zuschalten, sprich, wenn die Person durchs Bild läuft, dann wandert die Kamera, verfolgt die Kamera diese Person. Das ist auch klasse. Dann gibt es natürlich noch Alarm, kann man noch einen Alarmzeitplan erstellen und dann kriegt man natürlich Push-Up-Nachrichten. Heißt das Push-Up? Push-Up ist eigentlich das hier, ne? Also jedenfalls diese Notifications, ne? Push-Nachrichten, nicht Push-Up. Push-Up war das, Entschuldigung. Also Notifications, also eine Push-Nachricht, so sagen wir mal so. Dann kriegt ihr eine Push-Nachricht auf euer Handy, macht's bimmel-lim-lim. Und dann bimmelt euer Handy los. Das habe ich in der App deaktiviert, weil das Handy hier sonst down losklingeln würde. Man kann natürlich auch die Alarmaufzeichnung aufzeichnen, sowohl in der Cloud, die ist aber kostenpflichtig, diese enge Cloud, würde ich nicht empfehlen, oder eine SD-Karte. Es liegt keine SD-Karte bei, ich habe jetzt hier eine 32er drin, vollkommen ausreichend, ne? Eine 32er, ihr könnt hier Daueraufnahmen machen, würde ich nicht unbedingt empfehlen, oder eben, es werden Aufnahmen gemacht, wenn eben eine Alarmdetektion stattfindet. Das macht er vollkommen automatisch und die 32er-Karte reicht ewig. Wenn ihr irgendwo noch eine schnorrige SD-Karte irgendwo in eurer Bastelkiste liegen habt, so eine Micro-SD-Karte, könnt ihr die nehmen. Bis 128 wird von der Kamera akzeptiert. Das ist schon mal klasse. Wie gesagt, Alarmaufzeichnungen werden auf der SD-Karte gespeichert. Kann man mit dem Handy abrufen, ist überhaupt gar kein Problem. Oder eben die enge Cloud, würde ich eher von abraten. Da verbrennt ihr euer Geld in der Cloud, ne? Dann gibt es noch einen Datenschutzmodus. Das bedeutet, man kann diese Kamera, wenn sie im Schlafzimmer stehen sollte und ihr wollt mit eurer alten Knatter, nicht, dass die Kamera zuguckt oder umständlich die Chinesen auch zugucken oder wer auch immer, wenn ihr die Kamera freigegeben habt, dass die ganze Familie sieht, wie ihr da rumknattert, dann könnt ihr dann sozusagen auch noch einen Datenschutzmodus aktivieren. Das bedeutet, die Kamera schaltet sich für den Zeitraum, wo ihr da am Knattern seid, mit eurer Eulen, schaltet die ab, ne? Oder wenn ihr euer Kind schlagt, ne? Muss ja nicht jeder sehen. So, hat eine intelligente Bewegungserkennung. Man kann das Bewegungsfenster oder das Alarmfenster kann man frei konfigurieren. Zeige ich euch nachher noch alles. Dann hat er, das sind auch schon wieder Komfortfunktionen. Dann kann man sagen, pass mal auf, wenn du startest, geh in diese Position. Und dann kann man 6 Positionen festlegen. Oder schwenke in Position 2. Oder schwenke in Position 3. Also man kann 6 feste Positionen
Preset sozusagen festlegen, wo man dann sagt, Position 1, Position 2, Position 3, 4, 5, 6, wenn man es ja möchte, wo er dann schnell hinschwenkt, ohne dass man es manuell machen muss. Das finde ich auch klasse. Das ist eine Komfortfunktion. Haben auch nicht ganz so viele Kameras. Also eigentlich eher die deutlich, deutlich teureren. Dann ist es, kann man die Kamera natürlich auch über Alexa, mittels Alexa sozusagen steuern. Ja, also Alexa wird komplett unterstützt. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Interessiert mich nicht. Und man kann sie natürlich mit 20, also wenn ihr in der Großfamilie wohnt, wenn eure Eltern ordentlich fleißig waren und ihr seid zwei Elternteile und 18 Kinder oder sowas, wenn die das ganze Leben lang rumgeknallert haben, Papa, Mama, dann könnt ihr die gesamte Familie mit dem Teil verbinden. Ne? Also bis zu 20 Personen kann man hier Zugriff auf die Kamera geben. Also schon wirklich toll, was diese Kamera alles kann. Also schon gar nicht schlecht, zumindest auf dem Papier. Ich habe es natürlich auch praktisch ausprobiert. Was liegt alles in diesem Karton? Sie wird geliefert in diesem Karton. Das ist hier einfach nur so eine Hutze, die hier so drüber ist. Und dann liegt hier in diesem kleinen Karton liegt das ganze Zubehör drin. So sieht der Karton hier aus. Das gucken wir uns gleich nochmal etwas näher an. Übrigens, das ist das Modell. Das ist das Modell I41KR. So nennt sich diese Kamera. Und in den Karton nicht drin. Ja klar, die Kamera, das Glänzende, was ihr hier vorne seht, mit der Optik, ist geschützt mit so einer Schutzfolie. Die zieht man dann einfach ab. Also das ist schon anständig gemacht, wie ich finde. Die Haptik, die Anfassqualität ist Plastik. Klar, bei einem Preis von 26€ kann man kein Metall erwarten. Es ist Kunststoff, aber es funktioniert alles und das macht sie auch leicht. Ich weiß jetzt nicht, was sie wiegt, aber sie wiegt echt nicht viel. Sie ist sehr, sehr leicht. Also sie könnte man, im Grunde genommen bräuchte man sie gar nicht an der Decke festdübeln. Ich nehme an, also mit dem Taser Stripe könnte man sie sogar an der Decke festkleben. Ne? Ja, also Plaste, aber mehr kann man bei dem Preis nicht erwarten. Dann ist natürlich dabei, hier seht ihr das Unterteil, dann ist natürlich dabei hier eben noch eine Deckeninstallation mit so einem Bajonettverschluss. Dann kann man das hier so an der Decke ranbringen, ne? Oder wieder abmachen. Das dübelt man an der Decke oder klebt man an der Decke, wie man will. Falls man es dübeln will, liegen natürlich auch noch die Dübel dabei und zwei Schrauben. Dann liegt dabei ein USB-Kabel, ein Micro-USB-Kabel, wie ihr hier seht. Dieses Micro-USB, könnt ihr das sehen? Ja. Also ihr alter USB-C wäre natürlich schöner gewesen. Und natürlich ein Netzteil. Und zwar das Netzteil hat, lass mal gucken, 5 Volt Ausgang, 5 Volt und 1 Ampere. Also in Summe, ja, 5 Watt haben sie sogar hinten ausgerechnet. Hätte man auch selbst ausrechnen können. Also 5 Watt Netzteil liegt dabei. Reicht vollkommen aus. Hier kommt dann das USB rein. Wubbeldiwupp. Und die andere Seite kommt in die Kamera. Also Stromversorgung. Ist wichtig, weil das Ding läuft ja nun nicht mit Luft und Liebe oder Batterien. Und dann findet ihr hier nochmal zwei Bedienungsanleitungen. Einmal ein User-Manual und ein Benutzerhandbuch. Logisch, klar. Das ist denn für die internationale Kundschaft, für die Zugereisten in Deutschland, die mit der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind. Und das ist für die Deutschländerwürstchen, also für uns, eine Bedienungsanleitung. Also kann sich jeder das für sich passend raussuchen. Hin und wieder erwische ich mich auch mal, dass ich gleich in der englischen Bedienungsanleitung lese, weil ich da teilweise mit den Übersetzungen manchmal Probleme habe. Also da ist man das Englische dann manchmal doch ein bisschen lieber, weil das ist dann ein bisschen besser so, also weniger fehlerträchtig. Ne? Oder wenn da Fehler drin sind, dann bin ich so dämlich, dass ich es nicht erkenne. Gut, wollen wir uns das Teil mal ein bisschen in der nahen Sicht angucken, nachdem ich jetzt so viel geschwafelt habe. Ich würde sagen, ja, wir machen es. Dazu mache ich mal aus und dann sehen wir uns gleich unten auf der OP-Fläche in der nahen Sicht wieder und zeige euch mal, was die Kamera so alles hat. Hier sind wir in der nahen Sicht und dann gucken wir uns mal an, was die Kamera so alles hat. Hier vorne seht ihr schon, oder auch nicht, doch könnt ihr sehen, hier vorne ein Tag-Nacht-Sensor, der ja erkennt, wenn das Licht an oder aus ist. So, und dann schaltet er die Infrarot-LEDs an und schwenkt den IR-Cut-Filter in die Optik, in die optische Ebene. Dann haben wir hier oben noch ein kleines Loch. Ich gehe da noch ein bisschen dichter ran. Ja, jetzt kann man sehen, hier vorne dieses Loch, da kann man es erkennen. Das ist das eingebaute Mikrofon. Das ist ganz gut. Und dann haben wir natürlich noch die Optik. Die ist klein, aber für Full HD absolut ausreichend. Und ihr seht auch, sie ist sogar vergütet. Ne? Sie hat sogar eine Vergütung. Man mag es nicht glauben. Ja, und dann ist hier noch das Ganze in Kunststoff gehalten. Und wenn ihr mal so gucken wollt,
Seht ihr? Also dann ist das Ganze auch noch so ein bisschen so Panda-mäßig irgendwie. Es hat, also die Kamera hat auch noch ein kleines Gesicht irgendwie. Das ist wahrscheinlich ihr fürs Kinderzimmer. Da sind die Chinesen manchmal ein bisschen verspielt. Ich finde das ganz witzig eigentlich. Ja, und wer das nicht mag, der holt die sich in schwarz für 26 Euro. Dann sieht man das wahrscheinlich nicht so. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Gesicht oder so ein kleines Männchen. Ja, das ganze Oberteil kann man natürlich per Pan und Tilt, das ist Motor drin, kann man schwenken. Und auch in der Höhe kann man es auch schwenken. Also 120 Grad mag ich gar nicht glauben. Das sind keine 120 Grad, meine Lieben. Warte mal, das bis da sind 90, ne? Das sind, ein bisschen nach unten guckt er dann. Und das ist das Maximum nach oben. Also ich würde mal so sagen, 70 Grad ist das Pan. Also die Tilt-Variante. 70 Grad, mehr geht nicht. Also da stimmt die Anleitung nicht ganz, wenn die sagen 120 Grad. Das würde ja gar nicht funktionieren. Dann müsste ja von hier nach hier hinten gucken schon fast. Ne? Jo, also das haut nicht ganz hin. Auf der Unterseite seht ihr, also hier oben ist klar. Unterseite ist auch klar. Dann habt ihr hier natürlich, wo das Netzteil reingesteckt wird. Genau, hier kommt das Netzteil rein, die Stromversorgung, 1 Watt zieht er. Und auf der Unterseite, falls ihr das Ding an die Decke montieren wollt, das schraubt ihr an die Decke ran oder klebt an die Decke ran. Dadurch, dass sie so leicht ist, könnt ihr es auch kleben mit dem Tesa Stripe. Und seht ihr, dann verriegelt man das hier so, zack. Und dann hängt sie an der Decke sicher. Ne? Das liegt auch bei. Und wenn ihr es wirklich verdübeln wollt, liegen auch noch Schrauben und Dübel dabei. Gut, das war die Geschichte. Auf der Rückseite sehen wir, hier sehen wir den Lautsprecher. Der ist echt Müll. Also meine Meinung nach taucht das nichts. Der Lautsprecher ist echt super Katastrophe. Ein schnarriges Teil, also Schrott. Ne? Dann haben wir hier unten auf der Unterseite, da gehen wir jetzt wieder dichter ran, einen Reset-Knopf. Ne? Da kann man die Kamera resetten, in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Und hier steckt man eine SD-Karte rein. Hier seht ihr, ich habe hier eine 32 GB Micro-SD-Karte eingesteckt. Und ich glaube, mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Also mit einer 32er seid ihr da schon üppig bestückt. Ne? Wenn ihr eine 16 habt, könnt ihr auch eine 16 nehmen. Das hält ewig, weil die Datenmassen halten sich da ja schon in Grenzen so ein bisschen. Ne? Wird natürlich auch komprimiert, abgespeichert. Und ja, also ganz so viel nimmt er sich nicht von der Speicherkarte. Das finde ich sehr, sehr positiv. Sie hält sehr, sehr lange dadurch. Und jo. Das war die Geschichte. Gut, dann gebe ich da mal Strom drauf. Wenn man da Strom drauf gibt, haben wir da noch irgendwas? Nö. Das Netzteil habe ich euch schon gezeigt, ne? Nee, habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier ist das Netzteil. Das will ich euch jetzt hier nicht unterschlagen. Also es liegt einmal ein Kabel dabei, 1 Meter langes Kabel und eben Netzteil. Das finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Die Sachen haben wir ja gerade gesehen. Die Deckenaufhängung. Und hier ist das User-Manual bzw. die Bedienungsanleitung. Nehmen wir mal die Bedienungsanleitung. Und da steht sozusagen das Wichtigste drin, wie man sie mit dem Internet connected und so weiter und so fort. Also da gehe ich nicht weiter drauf ein. Hier sind einmal 4 Seiten. Und dann geht es auf der anderen Seite weiter, auf der Rückseite. Wie man das Ganze so ein bisschen konfiguriert, Fragen und Antworten und all so ein Zeug. Ne? Ja, nicht weiter spektakulär. Hier ist nochmal der Karton, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. In diesem Karton wird das geliefert mit diesem Schuber hier drüber. Jo. Schaut selbst. Und hier dann auch noch. Jo. Ist der Karton klein. Klein, aber fein. Ja, da war natürlich die Frage, taucht das was? Kann ich euch jetzt schon sagen, ja, absolut. Ich habe schon Kameras für den doppelten Preis gehabt, die deutlich schlechter waren. Also Enke baut echt keine Totalschäden. Also das freut mich sehr, dass Enke da zwar hier so ein Plastikbomber gebastelt hat, ne, aber der einen scheiß Lautsprecher hat, aber der Rest funktioniert eigentlich ziemlich gut. Hat mich eigentlich erstaunt. Wenn ich jetzt hier Strom drauf gebe, sie ist auch schon mit meinem WLAN verheiratet. Ich zeige euch nachher auch noch, wie man sie ins WLAN bringt. Dann bootet sie eine Weile. Wir gucken uns das mal an. Ich halte es hier mal so fest. Und dann warten wir mal ab. Dann quatscht der natürlich auch los. Ich halte mal die Klappe. Welcome. So. Das war's. Hat eine Initialisierungsfahrt gemacht. Jetzt verbindet er sich mit dem WLAN, sie ist schon im WLAN drin und feuerfrei. Ne?
Ich habe auch gerade eine Notification gekriegt. Bewegungserkennung aktiviert, ne? Alarmmeldung, ja. Ich habe gerade wieder eine Alarmmeldung bekommen durch das Drehen hier und dadurch, dass er mich eben gerade gesehen hat. Also sie ist aktiv. Ich kann es euch auch beweisen, indem ich jetzt einfach mal in das Handy reingehe. Aufzeichnung läuft. So, und jetzt gehe ich mal hier in die App rein. Und jetzt seht ihr, ich mache es mal so, ein bisschen leiser. Genau. Also, jetzt seht ihr sozusagen, seht ihr mich? Und die Qualität ist super, wie ich finde. Jetzt sind wir hier auf SD. Jetzt kann ich auch auf HD schalten. Und das ist jetzt die HD-Qualität. Ihr seht, das ist noch ein bisschen besser. Hier seht ihr meine Augen. So. Und wenn ich jetzt hier nach links gehe. Warte mal, ich muss mal den Lautsprecher ausmachen hier. So, Lautsprecher ist aus. Dann gehen wir wieder auf Vollbild. So, jetzt gehe ich mal nach links. Ah, jetzt habe ich Alarmaufnahme aus, deswegen macht er nichts. Warte mal. Kamera läuft wieder. Ist gerade meine Hauptkamera ist gerade ausgegangen. Also ihr seht, es funktioniert. Also er folgt mir. Er bleibt mir. Er lässt mich nicht in Ruhe. Ja, und die Qualität ist, wie ihr seht, anständig. Hier sieht man schon, hier habe ich ein schlechtes WLAN. Dazu müsste ich eigentlich mal auf SD schalten, dass nicht ganz so viel über die Leitung geht. So, das müsste jetzt besser funktionieren. Also die Qualität ist ausgezeichnet, ne? Upsala. Genau. Also es funktioniert eigentlich ganz gut. Also hat auch ein Tracking. Das ist immer ein bisschen mit Versatz, das Ganze. Es ist, wie es ist. Also kann man echt nicht rummosern. Haut hin. Gut, kann man ein- und ausschalten. Ist überhaupt gar kein Problem. Ich beende mal die Aufnahme. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Aufnahme beenden. Zack. Aufnahme ist beendet. Gut. So, meine Lieben, nun kommen wir, nachdem ich euch das gezeigt habe, kommen wir mal zum, wie bringt man diese Kamera in sein WLAN rein? Also es ist ziemlich einfach, das demonstriere ich euch mal, das zeige ich euch mal. Also, würde ich mal sagen, Film ab, schaut euch das an, wie man dieses System ins WLAN reinbringt, also völlig easy. Aber ich wollte es euch trotzdem mal gezeigt haben. Also es ist, ja, es liegt auf der Hand, innerhalb von 2 Minuten ist die Kamera voll funktionsfähig. Das ist schon mal ganz cool. Schaut euch das mal an. Bis gleich. So, meine Lieben, nun geht's los. Nun haben wir die Kamera unter Strom gesetzt und nun wollen wir sie ins WLAN einbringen. Also ich habe jetzt Strom draufgegeben. Sie ist im Auslieferungszustand. Wie ist sie? Please use QR Code, Net Pairing or AP Mode to configure the device. Ja, da hat wieder eine Chinesin draufgelabert. Man hört's am Akzent. Also, wir werden jetzt hier mal in die Bildschirmaufnahme gehen und dann zeige ich euch, wie man die Kamera in euer WLAN einfügt. Das allererste. So, als erstes müsst ihr natürlich in den Play Store gehen und euch von Enke, und zwar die Enke. Please use QR Code, Net Pairing or AP Mode. Ja, ja.
Also das müsst ihr euch runterladen und zwar von Enke, und zwar das hier. Ich mache einen Enke. Zack. Enke Smart müsst ihr euch runterladen. Seht ihr hier auch installiert. So, und wenn ihr Enke Smart runtergeladen habt, startet ihr die, registriert euch da einmal. Please use QR Code, Net Pairing or AP Mode to configure the device. Ja, geht ja gleich los. So, und dann sagen wir Geräte hinzufügen. Also ihr müsst euch da einmalig anmelden, nachdem das erledigt ist, fügt ihr ein Gerät hinzu. Intelligente Kamera, das müsst ihr auswählen. Setzen Sie das Gerät zurück. Ja, klar, ist ja im Auslieferungszustand der Fall, deswegen labert er ja rum. Es muss eingeschaltet und ein Aufforderungston entstehen. So, und das ist dieses Gelaber hier. Ja. Okay, dann sage ich nächstes. Weiter. Und dann gebt ihr bitte unten, sucht ihr euch euer WLAN aus und gebt unten das WLAN-Passwort, das WPA2-Kennwort ein und dann klickt ihr auf Weiter. Jetzt wird euch ein QR-Code angezeigt, den zeige ich euch nicht, und den haltet ihr bitte in die Kamera. Dann nehmt ihr die Kamera und... Please use QR Code, Net Pairing or AP Mode to configure the device. Scan erfolgreich, connecte mit dem Netzwerk. Signalton gehört, also klicke ich auf Weiter. Das connecting to the server. Dauert ein Momentchen. Configure successfully. You may use the camera now. Jetzt kann ich die Kamera benutzen. Fertigstellen. Fertig. Das war's. Es baut eine Verbindung auf und ihr seht, da bin ich. Jetzt kann ich noch auf HD gehen hier wieder. Zack. Dann ist die Bildqualität auch ein bisschen besser. So, und ihr seht, Perl ist da. Und dann nochmal ein Piece hier reinhauen. Also hat funktioniert. Das war das Ganze, die ganze Wissenschaft und die ganze Kunst. Also Kamera ist verbunden mit dem WLAN. Wie funktioniert das Ganze? Die App ist natürlich mit irgendeinem Server in China verbunden. Und die Kamera ist jetzt verbunden. Durch den QR-Code haben wir der Kamera gesagt, wie verbindet sich die Kamera mit dem WLAN-Router hier, mit der Fritzbox. Und wenn die, jetzt hat die Kamera mit der Fritzbox natürlich eine Verbindung aufgenommen und geht ins Internet auf den gleichen Server. Und die App hat da im Server eine Position und die Kamera hat eine Position. Und dadurch über den Server werden die beiden verbunden. Das bedeutet natürlich auch, ihr könnt aus der ganzen Welt mit eurem Smartphone, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, wenn ihr international in der Weltgeschichte rumreist, jederzeit auf die Kamera zugreifen, weil die Kamera mit dem chinesischen Server verbunden ist. So, das war die ganze Verbindung. Also wieder zurück ins Hauptvideo. Meine lieben Freunde, warten wir an der Stelle weiter, wo wir gerade unterbrochen haben. Peace. Willkommen zurück. Jetzt haben wir die Kamera ins WLAN gebracht. Nun möchte ich euch mal zeigen, was die Kamera so alles kann. Meine Lieben, so, ich starte sie jetzt nochmal neu. Ich betreibe sie übrigens hier mit meiner Powerbank. Ne? Also ich frisst so wenig Strom. Da. Ihr könntet sie im Grunde genommen sogar über eine fette Powerbank laufen lassen. Also wie gesagt, ein Watt nagelt sie weg. Gut, so, dazu gehe ich jetzt mal wieder in die Bildschirmaufnahme. So, nachdem wir wissen, wir haben sie ans WLAN gebracht. Die App habt ihr auch schon gesehen. Das ist die Enke Smart. Die müsst ihr euch natürlich aus dem Play Store runterladen, logisch. Also, ihr startet als erstes erstmal eure App. Und dann habt ihr ja ganz am Anfang, steht hier, sind hier eure ganzen Kameramodelle. Ich gehe mal ein bisschen rüber und dann blende ich euch das da ein. Intelligente Kamera, dann klickt ihr da drauf und dann baut ihr eine Verbindung auf, egal von wo. So, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen rüber. Egal von wo. So, bin ich jetzt im Bild. Das ist jetzt die SD-Auflösung und dann kann ich natürlich umschalten auf HD-Auflösung, das ist dann Full HD. Dann wird das ganze Bild noch mal ein bisschen schöner. Aber ich würde sagen, wenn man unterwegs ist, reicht eigentlich auch SD. Also schaut selbst. Man sieht es höchstens, wenn man dichter rangeht, schaut mein Gesicht jetzt hier an. Und wenn ich jetzt umschalte auf HD, dann könntet ihr das gleich erkennen, dass das ein bisschen schärfer wird, als dass es dann Full HD ist. Okay, aber muss nicht unbedingt sein. Lassen wir mal SD. Dann habt ihr hier unten natürlich verschiedene Geschichten. Einmal dieses Quadrat unten links. Bedeutet Vollbild, das ist die Vollbilddarstellung. Das ist das gleiche wie hier, bloß dass ihr es nochmal Vollbild habt.
Mal wieder zurück. Dann könnt ihr ein Foto machen, das ist der Fotoapparat. Dann könnt ihr eine Wechselsprechanlage bedienen, hier schnacken. Test, test, test. Mach's mal wieder aus. Hier oben den Lautsprecher könnt ihr deaktivieren, damit ihr euch bei der Konfiguration, wenn ihr reden solltet, da nicht selbst hört in eurem Handy. Dann könnt ihr noch ein Video aufzeichnen und dann habt ihr nochmal so eine Ausklappfunktion unten rechts, wenn ich die betätige. Dann seht ihr hier Wiedergabe, Galerie, Themenfarbe, privater Modus. Privater Modus ist quasi, das kann man auch über das Menü einstellen. Seht ihr? Das Gerät ist im Schlafmodus. Jetzt schalte ich sie wieder an und ist wieder alles aktiv. Das heißt also, wenn es im Schlafzimmer stehen sollte, könnt ihr über den privaten Modus die Kamera sozusagen deaktivieren über einen Klick. Dann habt ihr noch den Nachtmodus, kann man aktivieren, Anti-Flimmern kann man aktivieren, an- und ausschalten, Gerätelautstärke kann man ein- und ausschalten, 40 ist das jetzt hier, kann man auch alles in der Einstellung machen. Humanoide Verfolgung hatte ich eben gerade ausgeschaltet, damit er hier nicht hin und her springt. Dann die Menschenerkennung, man kann es auch ausschalten, falls man seine Hunde erkennen lassen will. Jetzt reagiert die Kamera wirklich bei Alarmdetektion nur auf Menschen. Wenn jetzt ein Hund jetzt hier sitzen würde und rumrennen würde, dann würde er keine Push-Nachricht raushauen. Dann kann man auch die Sirene aktivieren, ich mach's mal. Ich meine, da ist der Lautsprecher schon wieder ganz cool für, weil das Ding macht ganz schön Kapelle, wie ich finde, ne? Das war die Sirene. Mit einmal zurück, kommen wir wieder zurück. Genau. Und dann kann man das Ganze noch bearbeiten. Und da kann man sich das Ganze, was ihr eben gerade gesehen habt, auch nochmal frei konfigurieren. Also ziemlich simpel. Ich klappe das mal wieder ein. Das war sozusagen die Oberfläche. Also da könnt ihr sozusagen so, das sind so eine Schnellstart-Einstellknöpfe. Gut. Das war die Geschichte. Wartet mal. Ich kann ja mal auf Wiedergabe gehen. Bei Wiedergabe ist es so, dass ihr im Kalender gucken könnt, zum Beispiel am 22. Wo war da was los? So, lass mal schauen hier. Wo sind da Alarmaufnahmen? Warte mal. Da war was, genau. Ja. Seht ihr? Videostream wird abgerufen. Das ist jetzt eine Alarmaufnahme vom 22. Da war ich gerade am Rumspielen und habe da mit der Kamera ein bisschen rumgespielt. Am 22.01. Wann war das? Letzte Woche. Jo, also das ist die Wiedergabefunktion von der SD-Karte. Also wird einem dann angezeigt und dann kann man sich eben alle Alarmaufzeichnungen angucken, die durchgeführt worden sind. Jo, dann hat man unten noch, wenn man das jetzt wieder einklappt und wieder ausklappt, ich mach's mal, unten seht ihr Mitteilung. Bei Mitteilung seht ihr, wann ein Alarm detektiert worden ist. Hier intelligente Kamera has detected movement. Ne? Bewegungserkennung, Alarmmeldung. Und dann werden einem auch gleich neben den Alarmmeldungen hin und wieder mal, seht ihr, in Schwarz-Weiß, auch da habe ich dann hier im Dunkeln mal ein bisschen rumexperimentiert, werden einem dann Alarmmeldungen gespeichert. Die bekommt ihr aber auch im Handy als Notification, als Push-Up-Nachricht. Und wenn ihr darauf klickt, dann landet ihr sofort auf der Kamera, so wie es üblich ist eigentlich. Aber hier findet ihr das nochmal alle gespeichert sozusagen. Alle vergangenen Alarme werden euch hier aufgezeigt. Dann habt ihr noch PTZ, ist klar, Pan and Tilt, also sprich nach rechts. Da könnt ihr so schwenken, ne? Nach links, nach oben, lass mal. Genau, nach oben. Also ihr seht, er läuft und dreht und tut und macht. Ne? Also das ist schon ganz cool. Pan and Tilt, also man kann sie komplett ausrichten, das System. Okay, gehen wir mal wieder zurück, ein bisschen weiter runter, hier so, dann passt das auch. Guti, also mit dem Handy und dem Steuerkreuz könnt ihr hier die Kamera neu ausrichten. Dann gibt es noch den Lieblingsort. Lieblingsort sind feste Positionen, Position 1, Position 2 habe ich mal festgelegt. Ich drücke mal auf Position 1, er fährt auf seine Position 1. Zack, das wäre hier, ja, Richtung Fernseher. Position 2, wenn ich darauf klicke, fährt er auf seine festgelegte Position 2. So, und sagen wir mal, ihr habt eine ganz spezielle Position, zum Beispiel mich. Das wäre dann Position 3. Nehmen wir dann mal das hier. So, und dann sagen wir, okay, das ist Position 3. Schreibe ich mal hin, Perle. Bestätige das. Und dann wird das dann abgespeichert. Das ist jetzt Position 3. Also zwischen den Positionen kann man dann hin und her springen. Jo, das war das. Dann gibt es noch einen Cloud-Speicher. Würde ich gar nicht machen, kostet Geld. Geht da nicht rauf und dann gibt es noch Eigenschaften. Ja, da landet ihr dann wieder in dem Menü, was ihr vorhin auch schon gesehen habt. Also in dem, sozusagen in dem Hauptbereich.
Mehr ist es nicht. Dann können wir das alles einklappen. Dann haben wir uns das mal so im Groben angeguckt. Dann findet ihr noch die drei Punkte oben rechts bei intelligente Kamera. Da kommen wir in den Einstellungsdialog rein. Und dann seht ihr hier einmal intelligente Kamera. Da kann man ein eigenes Symbol vergeben. Da kann man sich was aussuchen. Man kann auch ein Foto davon machen. Ich mach's mal. Zack. Nutzen diese App. So, mache ich mal ein Foto. Zack. Achso, muss ich aktivieren. So. Achso, dann kann ich das noch zurechtschneiden. So. Dann weiß ich, aha, diese Kamera soll angezeigt werden. Seht ihr? Und dann haben wir dann diese Kamera als Symbolfoto sozusagen vorliegen. Und wenn wir dann ganz außen, ganz zurückgehen, dann sehen wir die Kamera auch. Ne? Aber da würde ich dann ein Bild sagen, von dem Zimmer machen, wo sie steht. Dann, falls ihr mehrere von diesen Systemen habt. Ne? So, jetzt gehen wir wieder in den Einstellungsdialog. Wo war das? Intelligente Kamera. Dann kann man noch dem Ganzen einen Namen geben. Intelligente Kamera nennt sie einfach Enke Innenraumkamera oder sowas. Ne? Also das wird dann auch euch bei der Push-Nachricht nachher angezeigt, wenn ein Alarm sein sollte. Und da gibt es noch eine Location. Jetzt kein Zimmer, bitte hinzufügen. Wie funktioniert das? Der Stand des Gerätes? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt, ist ja wurscht. Location kann man auch noch angeben. Dann gibt es noch Informationen zum Gerät. Ja klar, wer der Inhaber ist. Und das schwärzt sich natürlich, die IP-Adresse schwärzt sich, die Geräte-ID schwärzt sich, Zeitzone, das kann ich euch zeigen, Berlin und Europa, dass die Uhrzeit oben stimmt, sozusagen, in dem Bild, wo das eingeprintet wird. Die Zeitzone, ja, und die Signalstärke eben, wie stark ist das WLAN-Signal? 41%, ich sagte ja schon, das ist nicht ganz perfekt hier oben. Ja klar, da sind natürlich kleine WLAN-Antennen eingebaut, es ist, wie es ist. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Jo, haben wir noch. Sofortige Szene und Automatisierung. Da gehen wir nicht weiter drauf ein. Amazon Echo gehen wir auch nicht weiter drauf ein. Das ist, falls ihr ein Alexa-Gerät habt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Müsst ihr selber wissen. Achso, inaktiviert. Achso, damit schaltet ihr die Kamera aus. Das ist diese Privatsphären-Geschichte. Alles klar. Dann habt ihr noch die Einstellung der Grundfunktion. Das machen wir mal. Dann könnt ihr das Bild flippen, wenn ihr es an die Decke hängt, dann wird das Bild um 90 Grad gedreht sozusagen. Ein Wasserzeichen soll eingeprintet werden, Zwei-Wege-Audio. Das könnt ihr natürlich auch als Ein-Wege-Audio benutzen. Könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr das Ding als Wechselsprechanlage benutzen wollt, lasst das Zwei-Wege-Audio. An die Flimmern stellt, lasst die 50 Hertz eingestellt. 50 Hertz haben wir, das ist unsere Geschichte. Also Bildflip wäre eben wichtig, wenn ihr sie an die Decke hängt, dass es dann wieder alles vernünftig angezeigt wird. Das waren die Grundfunktionen, ne? Jo. Okay, dann sind wir damit durch. Dann haben wir noch die Infrarot-Nachtsichtfunktion. Kann man dann einschalten, ausschalten, anschalten oder automatisch laufen lassen. Öffnen finde ich ein bisschen, hätte man auch einschalten schreiben können. Scheiße übersetzt. Jedenfalls ist ausschalten, einschalten und automatisch. Lasst es auch mal automatisch, wenn es zu dunkel wird. Über den Sensor erkennt er das ja, wann er die Infrarot-LEDs zuschalten soll. Geräusche ist klar, da könnt ihr die Gerätelautstärke könnt ihr damit spezifizieren. So, Einstellung des Erkennungsalarms. Hier Alarmschalter. Der Bewegungserkennung ein, Empfindlichkeit mittel. Also jetzt ist quasi bei Bewegungserkennung ist jetzt quasi aktiviert und ich möchte, dass er eine mittlere Empfindlichkeit hat. Ne? Und das reicht meiner Meinung nach auch. Also es funktioniert auch. Aktivierungsbereich soll angeschaltet sein und den könnt ihr jetzt auch noch festlegen. Das seht ihr hier. Da könnt ihr jetzt sozusagen den Aktivierungsbereich auch verändern. Seht ihr? Also ihr sagt, pass mal auf da, in der Mitte vom Bild, da soll er nur auf diesen Bereich soll er nur überwachen. Ich mache alles, speichere das ab und dann bumm, sind wir da fertig. Also reicht ja zum Beispiel ein Durchgang oder sowas oder im Raum, da wo man sich aufhält. Man muss ja die Schränke nicht überwachen, da klettert ja keiner rauf. Ne? So, dann gibt es noch eine Menschenerkennung, das aktiviere ich mal. Menschliche Erkennung an, das heißt also, sobald ein Mensch da reinläuft, dann schmeißt er einen Alarm raus, wie er es eben gerade gemacht hat. Er hat gerade einen Alarm signalisiert. Dann gibt es noch die humanoide Verfolgung, dass wenn ich das jetzt aktiviere, dann würde er, wenn ich jetzt hier hin und her wandere, würde er natürlich dann mitwandern. Und dann gibt es noch einen Alarmzeitplan. Das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen kompliziert. Und da kann man dann sagen, da habe ich schon zwei Timings hinzugefügt. Ich kann nicht die auch irgendwie entfernen. Lass mal gucken, dass ich euch das noch zeige. Warte mal. Möchte ich den Zeitplan wirklich löschen? Ja, möchte ich. Und mit dem möchte ich auch löschen. So ist das bei euch.
So, und wenn ihr jetzt sagen wir mal, um 8 Uhr geht ihr aus dem Haus, dann sagt ihr einfach, Zeitplan hinzufügen, 8 Uhr. 8 Uhr morgens gehe ich aus dem, verlasse ich das Haus. Das heißt, ab 8 Uhr soll er aktiv sein. Wiederholen nur einmal. Man kann es natürlich für die ganze, für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. 5 Tage die Woche arbeitet ihr. Dann gehen wir wieder zurück. Hat er das jetzt übernommen? Ja, hat er übernommen. Gut. Also von Montags bis Freitags um 8 Uhr möchte ich eine Ausführungsmeldung haben aufs Handy. Achtung, Alarm ist scharf geschaltet. Bekommt ihr eine Push-Nachricht. Und die Bewegungserkennung soll eingeschaltet werden. Sprich, er soll im Alarmmodus fungieren. Da müsst ihr dann auf Öffnen klicken. Und dann klickt ihr auf Fertigstellen. Und das war's. Und dann speichert ihr die ganze Geschichte. Jetzt bedeutet das, seht ihr, Arbeitstag, Bewegungserkennung öffnen, also aktivieren, um 8 Uhr. Jetzt packt ihr ein Timing hinzu. Um 16 Uhr kommt ihr wieder nach Hause. Um 16 Uhr solltet ihr die Kamera abschalten. Natürlich auch wieder Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags. Zack. Da möchtet ihr auch eine Push-Nachricht haben. Achtung, Bewegungserkennung wurde der Alarm wurde ausgeschaltet. Dann könnt ihr noch eine Anmerkung reinschreiben, was er euch schreiben soll. Da würde ich dann schreiben, Alarm ausschalten. Und ausschalten. Das lassen wir so und sagen, fertigstellen. Speichern. Paff. So, hier steht ja Bewegungserkennung ausschalten. Also, wir haben es von Montags bis Freitags spezifiziert, 8 Uhr ein, 16 Uhr aus und in beiden Fällen bekommen wir eine Nachricht. Upsala. So, und das könnt ihr natürlich auch wieder ausschalten. Ganz einfach. Ihr spezifiziert das einmal und könnt das dann wieder anhaken, indem ihr hier aufklickt. Ja? Falls ihr mal Urlaub haben solltet. Braucht ihr es nicht jedes Mal neu machen. So, das war die Geschichte. Das war der Zeitplan. Und dann kann man auch noch sagen, was man auch bei einem Alarm soll, er auch noch die Sirene auslösen. Das mache ich mal aus, nicht, dass jetzt gleich losgeht. Ne? Also dann könnt ihr also auch noch diese Alarmsirene bei einem Alarm, dass die Sirene auch noch krach machen soll. Könnt ihr auch noch zuschalten. Das waren die Einstellungen des Erkennungsalarms. Also ziemlich einfach, wie ihr gesehen habt. Hier gibt es noch die Anpassung der Sirene. Die Dauer kann man da einstellen zwischen 600 Sekunden und 10 Sekunden. Stellt 30 Sekunden ein. Falls jemand einbrechen sollte, wird der schon nach 30 Sekunden ein bisschen nervös werden. Könnt ihr frei konfigurieren. Das gilt natürlich nur, wenn ihr hier unten auch die Sirene aktiviert habt. Ne? Dann kommt das hier zur Geltung. Wenn ihr die Sirene nicht aktiviert habt, dann braucht ihr doch nichts einstellen. Seht ihr, habe ich gerade eine Alarmmeldung bekommen, Human Body Detection. Hatte mich gerade erkannt. So, dann gibt es noch die Einstellung der Speicherkarte. Da steht dann, Speicherkarte formatieren kann man dann. Wenn ihr eine Speicherkarte eingelegt habt, könnt ihr die formatieren. Dauert ein Momentchen. Kapazität verwendet, sind davon jetzt 0,3 GB. Verbleibende Kapazität 920. Hält ewig, ist echt unglaublich. Cloud Storage brauchen wir überhaupt nicht. Warte mal, Speicherkarte. Genau, aufnehmen, Aufnahmeeinstellung. Das ist auch noch ganz interessant. SD-Karten-Aufnahmeschalter. Habe ich hier auf kontinuierliche Aufnahme gestellt. Das bedeutet, er zeichnet rund um die Uhr auf. Der hört gar nicht auf mit dem Aufzeichnen. Er zeichnet alles auf rund um die Uhr. Könnt ihr natürlich auch ausschalten, denn finden nur Aufnahmen statt, wenn eine Alarmdetektion stattgefunden hat. Und das könnt ihr dann auch noch mit dem Zeitplan hier, könnt ihr auch wieder ein Timing hinterlegen. Genau das gleiche wie bei den Alarmeinstellungen. So, dann Cloud Storage lassen wir aus. Offline-Meldung. Wenn die Kamera offline gehen sollte, bekommt ihr auch eine Meldung. Sollte irgendwas mit eurem WLAN zu Hause nicht in Ordnung sein oder ja euer Router abgekackt sein, bekommt ihr eine Meldung, Achtung, ich habe keine Verwendung mehr zur Kamera von der App hier. Ne? Dann gibt es noch FAQs, Geräte teilen, das wäre vielleicht wichtig für eure Familienmitglieder, könnt ihr bis zu 20 Mann da eintragen. Zum Startbildschirm hinzufügen, könnt ihr dann auch in euer Android-System und schauen, ob es eine neue Firmware gibt. Und ihr seht, es ist schon die neueste Firmware und automatische Aktualisierung würde ich mal angehakt lassen. Lass ihn das automatisch machen. Wenn es eine neue Firmware gibt, dann solltet ihr gleich flashen. So, und dann könnt ihr noch das Gerät neu starten oder das Gerät entfernen. So, und das sind sozusagen, wäre jetzt der Einstellungsdialog. Und im Grunde genommen war es das auch. Also viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also die Bildqualität ist echt, wie ich finde, ausgezeichnet. Was wir natürlich nochmal machen könnten, ich mache hier mal das Licht aus, dass wir den Nachtmodus sozusagen nochmal haben. Dass die Kamera jetzt in den Nachtmodus schaltet, damit ihr mal seht, wie sieht das Ganze aus. Wenn es dunkel ist. Ui, jetzt ist es aber richtig dunkel. So, zack, es hat gerade Klick gemacht. Ihr seht mich gar nicht mehr im Bild. Aber jetzt, wo ich mich hier hinsetze. Ne? Also ihr seht, das haut hin.
Ich habe mich hier hingesetzt und hat auch gleich schon wieder eine Alarmmeldung rausgehauen. Und hier seht ihr mich. Jo. Das ist jetzt hier stockduster, ne? Das funktioniert ausgezeichnet. Also ihr seht, auch die Nachtdarstellung funktioniert. Ich gehe nochmal in den Hochkantmodus. So. Und ganz wunderbar. Und dann habt ihr natürlich euer Kreuz, wo ihr dann die Kamera auch noch wieder neu positionieren könnt, wenn ihr wollt. Wir müssen mal da runter, ne? Ja, doch, ein Stück geht noch. Peace, hau ich nochmal Peace raus. Also funktioniert ausgezeichnet. Ich mache mal wieder Licht an. Ihr habt es gesehen, ne? Also, da brauche ich euch nicht weiter Demo-Material zeigen. Also, das funktioniert echt klasse, ne? Also, wirklich erstaunlich. Gute Qualität von der Kamera. Die Bildqualität ist toll. Der Preis ist nicht schlecht. Die Funktionalitäten sind nicht übel. Und das funktioniert eigentlich ausgezeichnet. Also habe ich eigentlich nichts rumzumosern. Ich habe mit weniger gerechnet. Und hier seht ihr schon wieder, also wirklich, das passt alles. Ne? Das ist also gar nicht so schlecht. Jetzt hat er mich wieder erkannt. Ne? Wieder eine Alarmmeldung. Mein Handy hat jetzt bloß keinen Alarm gemacht, weil ich es natürlich stumm geschaltet habe. Ne? Kein Bock, dass ich hier da losbimmelt. Ne? Könnte ich natürlich jetzt auch ausschalten. Ne? Gehe ich in die Einstellungen rein. Sag hier, Einstellung des Erkennungsalarms. Genau, das schalte ich jetzt aus und dann war es das. Ne? Dann gibt es keinen Alarm mehr. Kriege ich auch gleich wieder eine Push-Nachricht, einfach mal ausgeschaltet. Ne? Oder eben eingeschaltet, kriege ich auch wieder eine Push-Nachricht, menschlicher Körper entdeckt. Ne? Also ist echt cool. Ich schalte es jetzt mal aus und verlasse die App. Mehr ist es nicht. Meine lieben Freunde, ich kann wieder in die Mitte gehen. Mehr ist es nicht. Also wirklich ausgezeichnet. Jetzt mache ich mal Aufnahme. Stopp. Stopp. Zack. Ja, mehr ist es nicht. Die Kamera funktioniert wirklich ausgezeichnet. Also von mir bekommt dieses System ganz klar einen Daumen nach oben, meine Lieben. So, runter. Von mir bekommt die Kamera ganz klar einen Daumen nach oben. Für die Knete, ne? Für die Kohle echt geil. Kann man echt nicht rummosern. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, wir sind durch, meine lieben Freunde. Ein Kurzvideo. Machen wir auch so wieder an. Ist doch länger geworden, als ich eigentlich geplant habe. Ja, ein Kurzvideo. Alter, mein Handy sieht auch wieder hart aus, ne? Total demoliert das Teil. Also nicht das Handy ist demoliert, sondern meine Panzerschutzfolie, die hier drauf ist. Ja, wenn ich das, macht es nicht, dieses Handy mit diesem Panzerglas einfach so in eine Hose stecken zu den ganzen Schlüsseln und sowas und wo die Schlüssel da drauf knallen und oder Kleingeld dagegen ballert und sowas, ne? Also da habe ich mir jetzt das Panzerglas kaputt gemacht, aber okay, habe ja genug von diesem Panzergläser, ne? Weil das nagt einen das Panzerglas kaputt hier außen. Gut. Ja, also cooles System, gefällt mir echt ausgezeichnet. Vor allen Dingen für die Knete, was sagte ich, 26 Euro, für 26,63 Euro macht ihr mit dem Teil nichts falsch. Ist so ein bisschen als Babymonitor sozusagen, als Babyüberwachungskamera eigentlich im Markt angepriesen, aber sie kann mehr, ne? Sie kann deutlich mehr. Also ich würde fast sagen, das ist fast wie eine ausgewachsene Kamera, ne? Wie eine ausgewachsene Innenüberwachungsraumkamera. Der einzige Nachteil ist eben, dieser Lautsprecher in Wechselsprechmodus ist Müll und man ist natürlich abhängig von der App. Das ist der einzige Nachteil an der Kamera. Man kann sie nur mit der App benutzen. Ne? Und das finde ich ein bisschen schade, weil es wäre ja schön gewesen, wenn man die sogar als richtige IP-Kamera zum Beispiel in einer NAS mit fest einbinden könnte. Also so gut finde ich die fast. Ne? Also wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Also könnt ihr kaufen, solltet ihr da Interesse dran haben. Ich finde das Teil auch schön, dafür habe ich sie mir nämlich gekauft. Ich finde das Teil echt schön als Überwachungskamera zum Verschenken. Ne? Als witzige Überwachungskamera zum Verschenken. Finde ich sie echt gut. Macht man echt nicht viel falsch. Als Geburtstagsgeschenk. Ne? Da habt ihr dann für 26,63 Euro ein tolles Geburtstagsgeschenk. Macht man nicht viel falsch. Und das ist auch meine Anwendung. Ich will die hier nach dem Video will ich die wieder einpacken. Und in den Originalzustand zurückversetzen
Und dann geht sie zum Geburtstag von irgendjemandem, vom guten Kumpel oder wie auch immer, wo ich meint, der könnte sowas ganz gut gebrauchen. Und gibt man ihm das und dann hört man eben, was der sagt. Und wenn ich damit klarkomme, naja, okay, dass ich damit klarkomme, ist klar. Aber derjenige wird damit auch garantiert klarkommen und dann bin ich mal gespannt, wie die Rückmeldung ist. Jedenfalls sieht witzig irgendwie aus, sieht ein bisschen verspielt aus, ein bisschen wie die Chinesen so drauf sind. Und gute Funktionalität, also besser als ich eigentlich erwartet habe, kann man echt nicht rummosern. Also könnt ihr euch kaufen. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir ein Abo da, gebt mir, macht die Klingel an, gebt mir noch einen Daumen rauf, Daumen runter, scheißegal. So habt ihr dann mal für die Innenüberwachung ein wirklich super preiswertes System. Und Enke hat mich mal wieder erstaunt. Ne? Also es ist wirklich toll, was Enke da in letzter Zeit so an Geräten fabriziert, die echt preiswert sind. Ne? Und gar nicht mal so übel. Ne? Okay, Plastik. Das ist der einzige Nachteil. Aber dafür leicht und funktioniert. Was will man mehr? Und die Bildqualität ist auch nicht schlecht für Full HD. Aber man sieht es natürlich auch schon an der Optik hier, wie lütt die ist. Das ist natürlich nicht das teuerste verbaut, was der Markt so hergibt. Da kosten ja manche mit Sensoren schon so viel wie das ganze System. Aber nichtsdestotrotz hat es mich erstaunt, dass die Bildqualität trotzdem so gut ist. Ne? Also erstaunlich. Und dann noch Nachtsicht, mit Nachtsichterkennung. Also wo der Raum aufgehellt wird, wo man im Dunkeln auch noch gucken kann. Und dann auch noch Pan und Tilt. Ne? Also das ist natürlich sensationell für 26 Tacken. Also mehr kann man da eigentlich gar nicht erwarten. Ne? Also ich höre jetzt auf. Solltet ihr die Kamera kaufen, schreibt unten mal in den Kommentarbereich, wie die euch so gefällt, ob ihr die auch so porno findet, wie ich sie finde. Und wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es wieder Spaß gemacht mit euch zusammen. Bis zum nächsten Video. Peace und haltet die Ohren steif.